Also anhaltende Schwäche im Automarkt bei Rheinmetall. Rüstungskonzern hat hier die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr kassiert. Plus 4% war für 2019 erwartet worden, jetzt nur noch plus 1%. Die operative Marge soll aber beibehalten werden und bei 8% liegen. Und hier bei Rheinmetall die interessante Situation, dass wir im April 2018 hier ein Trendwendemuster ausbildeten und hatten dann erst wieder Probleme, also sind dann volle Extension gegangen bis zum 4,23,6er Level, hatten dann zweimal hier Probleme, quasi den Punkt 1 zu attackieren, taten das dann, haben nochmal das Mindestziel erreicht und sind jetzt eben über dem Punkt, den die Aktie davor nicht schaffte zu überwinden, über 110,67 sollte das weiterhin der Fall sein. Wir testen jetzt gerade hier den Punkt 2, der liegt hier bei 117,90 und sollten wir den überschreiten können, das heutige Tageshoch liegt auch in dem Bereich, sollten wir ihn überschreiten können, wäre hier eine Trendwende möglich. Über 119,35 wäre das Top hier deaktiviert und dann hätten wir hier die Möglichkeit für die Aktie nach oben zu laufen. Ziele nach oben kann man dann bestimmen, auch wenn es jetzt gleich unübersichtlich wird, zeichne ich hier dennoch ein weiteres Fibonacci-Extensionswerkzeug ein an dem Boden, der an dem 4,23,6er entstanden ist. Und hier ist also dann nach oben die Möglichkeit gegeben für Rheinmetall in Richtung 135,29 zu steigen, wenn wir hier die 119,35 aus dem Weg räumen und uns eben über 114,81 dann auch